بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich freue mich, euch feierlich verkünden zu dürfen, dass wir jetzt, Alhamdulillah, einvernehmlich kann man sagen, eine Reihe gefunden haben, die wir jetzt inshallah ta'ala beginnen werden und die aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Reihe ist. Und zwar möchten wir uns inshallah in den kommenden Wochen und Monaten, das wird wahrscheinlich einige Monate auch dann dauern, uns mit der Geschichte der Propheten im Islam beschäftigen. Mit anderen Worten, wir werden uns nicht mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigen, sondern mit allen Propheten, mit Ausnahme unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über den wir jetzt gerade eine Reihe abgeschlossen haben, alhamdulillah, in der Dar es Salaam Moschee. Und wir wollen uns mit den Qasas al-Anbiya beschäftigen. Mit den Geschichten der Propheten im Islam. Und das ist eine sehr gewaltige Reihe. Eine Reihe, die sehr, sehr lehrreich sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ganz konkret verlangt, dass er in die Fußstapfen all dieser Propheten treten soll. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte also selbst was? Vorbilder gehabt, die Allah ta'ala ihm gegeben hat. Obwohl er der Gesandte Allahs ist, obwohl er derjenige ist, den Allah auserwählt hat gegenüber den Weltenbewohnern, brauchte er Vorbilder. Salawat Rabbi wa salamu alaihi. Und diese Vorbilder sind die anderen Propheten, seine Brüder im Prophetentum gewesen. Von denen Allah subhanahu wa ta'ala ihm immer wieder im Koran berichtet hat. Und Allah ta'ala hat daraufhin von ihm klar und deutlich verlangt, dass er sich an ihre Rechtleitung halten soll. So heißt es in Surat Al-An'am, im Vers Nummer 90, Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih. Das sind diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Und dies, nachdem Allah Ta'ala mehrere seiner Brüder im Prophetentum namentlich erwähnt hat. In mehreren Versen. Verlangt Allah Ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er sich ihre Rechtleitung zum Vorbild nehmen soll. Und dann verlangt Allah Ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in derselben Ayah genau das zu sagen, was bereits all seine Brüder im Prophetentum zu ihren Völkern gesagt haben. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. In huwa illa dhikra lil alamin. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltbewohner. Das soll der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinem Volk sagen. Genauso wie die Propheten zuvor dies ihren Völkern gesagt haben. Die Reihe der Propheten wird insha'Allah ta'ala eine sehr, sehr lehrreiche, segensreiche Reihe sein, wo wir alle Propheten, die Allah Ta'ala im Koran oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der authentischen Sunna erwähnt haben, behandeln werden. Das heißt, wir werden uns mit ihrer Biografie beschäftigen. Und wir werden uns ganz genau anschauen, was Allah Ta'ala uns von ihnen erzählt hat. Und es wird einige Propheten geben, über die wir nicht viel wissen. Und wiederum andere, über die wir sehr viel wissen.
Was wiederum bedeutet, dass wir uns bei einigen Propheten über mehr als eine Sitzung hinweg mit ihnen beschäftigen werden. Wenn wir beispielsweise auf die Geschichte von Musa a.s. eingehen oder die Geschichte von Yusuf a.s., dann können wir das nicht in einem Vortrag machen. Weil in dieser Biografie so viele Lehren liegen, dass ich das nicht einfach in einem Vortrag abschauen kann. Und heute, insha'Allah ta'ala, beschäftigen wir uns zunächst erst einmal allgemein mit dem Propheten. Heute soll es eine allgemeine Einleitung geben. Mit anderen Worten, wir werden heute nicht auf einen bestimmten Propheten eingehen. Und wir werden auch, insha'Allah ta'ala, das im Übrigen chronologisch machen. Also wir werden beim ersten Propheten beginnen, nämlich bei Adam a.s. und dann irgendwann einmal, insha'Allah ta'ala, bei Isa a.s. enden. Der letzte Prophet vor unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Heute aber wollen wir uns zunächst erst einmal allgemein mit dem Propheten beschäftigen und schauen, was wir eigentlich über die Propheten wissen und an was wir als Muslime in Bezug auf die Propheten glauben. Weil der Iman an die Propheten einer der sechs Säulen unseres Imans ist. Und wir kennen alle die sechs Säulen des Imans, aber wir wiederholen sie noch einmal, insha'Allah ta'ala. An tu'mina billahi, dass du an Allah glaubst. Wa malaikatihi, an seine Engel. Wa kutubihi, an seine Bücher. Wa rusulihi, an seine Gesandten. Wa al-yawmil akhir, an den jüngsten Tag. Wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Und an die Bestimmung im Guten sowie im Schlechten. Die sechs Arkanul Iman, die sechs Säulen des Iman. Und zwei dieser Säulen hängen mit dem Propheten zusammen. Nämlich einmal der Iman bil Kutub und einmal der Iman bil Rusul. Weil ohne die Rusul gäbe es keine Kutub. Und demnach gehören diese beiden Dinge zusammen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von uns Muslimen, dass wir an all die Propheten glauben. Und das ist etwas, subhanallah, was den Islam zu einer ganz besonderen Religion macht. Worin sich auch der Islam deutlich unterscheidet vom Judentum und vom Christentum. Im Judentum und im Christentum haben wir auch viele Propheten. Aber was ist der Unterschied zu den Propheten im Judentum und Christentum und zu den Propheten im Islam? Erst einmal, was die Anzahl betrifft und woher diese Propheten kommen. Die Propheten im Judentum und im Christentum, was sind das für Propheten? Woher kommen sie? An welches Volk wurden sie geschickt? Ja? Es wurden meist, es wurden alle zu den Juden geschickt. Sie wurden alle zu den Benu Israel geschickt. Sie wurden alle zu den Benu Israel geschickt. Das sind alles also jüdische Propheten in dem Sinne. Außer die, die vor sozusagen Musa alayhi salam gesandt wurden, ja, sind alles was? Sind alles? Oder vor Yusuf und sozusagen alayhi salam und Jakob, ja, sind alles was? Propheten, die von den Kindern Israels abstammen. Nachkommen von Ishaq alayhi salam sind. Außerhalb dieser Linie gibt es bei ihnen keine weiteren Propheten. Während wir Muslime davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allen Völkern Propheten gesandt hat. Zu allen Völkern Propheten gesandt hat. Und es kein Volk gab, zu dem Allah ta'ala nicht einen Propheten gesandt hat. Unabhängig davon, ob es die Kinder Israels gewesen sind, oder ob es andere Völker gewesen sind. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Und es gibt keine Gemeinschaft, unter der nicht ein Warner verweilte. Oder zu der nicht ein Warner, also ein Prophet, der sie gewarnt hat, gesandt wurde. Und dementsprechend kennen wir Propheten, welche die Juden und Christen im Alten Testament nicht kennen. Die sogenannten arabischen Propheten.
Weiß jemand, um wen es sich dabei handelt? Welche Propheten werden namentlich im Koran erwähnt? Wir werden gleich die Propheten namentlich erwähnen alle, aber welche Propheten werden namentlich im Koran erwähnt, aber nicht im Alten Testament oder im Neuen Testament? Salih? Ja. Der Prophet Hud? Ja. Salih? Hud? Richtig? Gibt's noch einen? Ja. Ja? Shu'aib? Was? Nein, Ibrahim alayhi salam wird erwähnt. Das ist ja der, sozusagen der Stammesvater für alle Propheten. Und? Nein, nein, der ist auch für die Juden spielt er eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich habe gerade auch einen Aussetzer. Ich überlege gerade auch. Ich glaube, das war es sogar gewesen. Natürlich, unser Prophet sallallahu alaihi. Ist richtig, genau. Ja, barakallahu fik. Ja, also das sind eigentlich die sozusagen Propheten, die für die Kinder Israels unbekannt gewesen sind. Ja, und einige wundern sich auch darüber. Ja, aber sie sind Propheten gewesen, die Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat. Wir müssen sogar davon ausgehen, dass es viele Propheten gibt, deren Namen wir überhaupt nicht kennen. Und es vielleicht sogar Persönlichkeiten in der Geschichte gibt, die vielleicht ursprünglich Propheten gewesen waren, aber deren Botschaft verändert wurde. Es gibt sogar die Meinung, dass Persönlichkeiten wie Buddha ursprünglich Propheten gewesen sind. Meinung gibt es. Dass aber deren Botschaft dann mit der Zeit verändert wurde. Zoroastrus ist ebenfalls, ja, ein so eine Persönlichkeit, wo manche davon ausgehen, er war ein was? Er war ein Prophet gewesen. Aber seine Botschaft wurde verändert. Wir müssen davon ausgehen, dass auch Indianer, Eskimos und andere Völker Propheten hatten, deren Botschaften dann aber im Laufe der Zeit verändert wurden. Die Propheten, welche jedoch namentlich erwähnt werden, im Koran sind insgesamt 25 Propheten. Sind insgesamt 25 Propheten. Und in der Sunna werden noch einmal, die authentisch überliefert wird, zwei weitere Propheten genannt. Und zwar die Propheten Schieß, dem es im Übrigen auch in der Bibel gibt, also im Alten Testament, Seth, und Yusha' ibn Nun, Josua, den es ebenfalls in der Bibel, also im Alten Testament, gibt. Und die Gelehrten haben grundsätzlich, wenn es um den Glauben an die Propheten geht, haben sie grundsätzlich gesagt, man teilt den Glauben an die Propheten in zwei Teile ein. Man unterteilt den Glauben an die Propheten in zwei Teile. Einmal der allgemeine Glaube an die Propheten. Und zwar, dass wir allgemein an alle Propheten glauben, unabhängig davon, ob wir sie namentlich kennen oder ob wir sie nicht namentlich kennen. Wie viele Propheten gab es insgesamt? Es gibt hier eine Überlieferung, die etwas umstritten ist, aber wo eine Zahl genannt wird. Und zwar, dass es insgesamt 124.000 Nabi gab. Und wir kommen gleich auf den Unterschied zwischen Nabi und Rasul zu sprechen, inshallah ta'ala. Und 315 Rasul. Also 124.000 ist eine große Zahl. Ja, wir kennen gerade mal namentlich, ja, um die 25 von ihnen. Und daran erkennen wir, ja, noch einmal diese Bestätigung, dass Allah Ta'ala wirklich zu jedem Volk einen Propheten gesandt hat. Auch wenn wir die Namen dieser Propheten nicht namentlich kennen und die nicht bekannt sind. Das ist der allgemeine Glaube an die Propheten. Und Allah Ta'ala, was sagt er? Er sagt, Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Von einigen haben wir dir erzählt und von anderen haben wir dir nicht erzählt. Und deswegen glauben wir an alle Propheten in der Allgemeinheit.
Und das zeigt noch einmal was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Weil er nämlich zu allen Völkern Propheten gesagt hat. Dass es nicht diesen Unterschied gibt zwischen einem Volk und dem anderen. Sondern dass jedes Volk bei Allah subhanahu wa ta'ala und jeder Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala eine hohe Stellung hat. Und dementsprechend Allah ta'ala zu allen Völkern dann auch Propheten gesandt hat. Gut. Welche sind jetzt die Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala namentlich erwähnt hat? Und zwar haben wir hier Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. Wir zählen einfach mal auf, werden natürlich noch ausführlich darauf eingehen. Ismail, Ishaq, Lut, Jakob, Yusuf, Musa, Harun, Dawud, Suleiman, Ilyas, Al-Yasa', Yunus, Ayyub, Zakaria, Yahya, Isa, Hud, Dhul-Kifl, Shu'aib, Salih und Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Einfach mal ein Überblick. Wir werden natürlich auf alle diese Namen noch einmal gesondert eingehen und schauen, wo sie gewirkt haben und wie sie gewirkt haben. Es gibt auch einige Persönlichkeiten, die im Koran erwähnt werden, von denen wir nicht genau wissen, ob sie Propheten waren oder ob es sich hierbei um fromme und rechtschaffende Menschen handelte. Und zwar handelt es sich um die Personen Dhul-Qarnayn, der in Surat al-Kahf erwähnt wird, Tubba', Khidr, der nicht namentlich erwähnt wird im Koran, aber als Abd Salih bezeichnet wird, als frommer Diener und aber aus der Sunna hervorgeht, und Al-Asbat. Und Al-Asbat sind die Stämme der Kinder Israels, diese 12 Stämme. Und manche sagen, dass damit die Söhne von Ja'qub alayhi salam gemeint sind. Die 12 Söhne, ja, und haben gesagt, sie sind alle Propheten gewesen mit Yusuf alayhi salam. Was aber problematisch ist, warum? Weil sie nämlich eine große Sünde begangen haben. Wir werden gleich auf die Eigenschaften der Propheten zu sprechen kommen und sehen, dass eigentlich Propheten solche Sünden nicht begehen können. Und deswegen ist das so umstritten. Manche haben sie als Propheten bezeichnet, was aber wahrscheinlich nicht richtig ist. Und andere haben gesagt, sie können keine Propheten sein, weil sie halt solch eine große Sünde begangen haben und dementsprechend nicht wirklich Vorbilder für die Menschen sein können. Sondern damit ist lediglich gemeint, dass unter den Nachkommen dieser 12 dann Propheten gesandt wurden an die Kinder Israels. Und dass damit Al-Asbat sozusagen gedeutet wird, ja, dass halt von ihnen dann Propheten gesandt wurden, aber sie selbst nicht wirklich Propheten gewesen sind, mit Ausnahme von Yusuf alayhi salam. Kommen wir jetzt insha'Allah ta'ala zu einer wichtigen Frage. Und zwar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Nabi und zwischen einem Rasul? Das heißt, wir wollen zunächst erst einmal wissen, sprachlich gesehen. Weil Allah Ta'ala, er spricht ja immer wieder von Rusul und er spricht immer wieder von Anbiya oder Nabiyun. Das ist jeweils Plural, Anbiya und Nabiyun. Und dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, ist das eigentlich dasselbe? Oder handelt es sich hierbei um unterschiedliche Dinge? Weil es gibt eine Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala beides nebeneinander erwähnt. Und zwar ganz konkret in Surat Maryam, gleich zweimal, wo Allah ta'ala sagt, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Und gedenke im Buch Musas, gewiss, er war auserlesen und er war ein Gesandter und Prophet. Allah Ta'ala, er bezeichnet also Musa als Rasul und als Nabi. Und ebenso bezeichnet er Ismail, ja, als Rasul und als Nabi. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn das dasselbe sein sollte, warum erwähnt Allah Ta'ala das hintereinander? Und gibt einem Propheten beide Eigenschaften? Wenn es doch Synonyme sind, wenn es doch dasselbe ist, dann wäre es doch doppelt gemoppelt. Und dementsprechend gehen die Gelehrten davon aus, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Rasul und zwischen einem Nabi. Kommen wir zunächst erst einmal zu dem sprachlichen Unterschied. Was bedeutet eigentlich
das Wort Nabi, sprachlich gesehen? Ich glaube, ich bin nicht sicher, aber das kommt vom Wort Naba und das heißt so, er wiedergibt eine Sache. Hm? Naba ist eine Herleitung, richtig korrekt. Und Naba heißt was? Was ist ein Naba? Also man kann es in einem Satz sagen, Nabi Hadith oder sowas, also er sagt, ja, erinnert dich an die Hadithe, was davor kam. Mhm. Wie kann ich Naba übersetzen? Du bist schon auf dem richtigen Weg, aber wie übersetze ich Naba? Was ist ein Naba? Amma yatasa'aluna ani Naba'il 'azim. Was heißt Naba? Eine Kunde, eine Nachricht. Eine Kunde, eine Nachricht. Das heißt, ein Nabi ist jemand, der eine Kunde oder eine Nachricht empfängt, die wir als göttliche Nachricht bezeichnen. Also ein Wahi. Ich komme auch gleich nochmal darauf zu sprechen, was ein Wahi ist. Das ist eine Bedeutung. Es gibt aber noch eine andere Bedeutung für Nabi. Und zwar von Yambu. Und Yambu heißt eine hohe Stellung haben. Naba. Also eine hohe Stellung haben. So als würde Allah Ta'ala bestimmte Menschen auserwählen gegenüber den anderen Menschen. Durch das Prophetentum. Also Propheten sind Menschen, die auserwählt wurden auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Nachricht empfangen. Bevor wir jetzt zu Rasul kommen, was bedeutet das Wort Wahi? Weil das ist ja auch in diesem Zusammenhang wichtig. Das finden wir ja immer wieder. Wa'awhayna, das Verb davon. Ja, wir haben Wahi gemacht. Was heißt Wahi eigentlich sprachlich gesehen? Gott durch einen Engel eine Nachricht zu... Ja. Das ist schon etwas spezifisch. Ich möchte allgemein erstmal grundlegend die sprachliche Bedeutung von Wahi. Es gibt immer, merkt euch das, wenn ihr Islam studiert, aber auch jede andere Wissenschaft studiert, ja, da habt ihr immer eine linguistische Bedeutung und eine fachspezifische Bedeutung. Linguistisch heißt sprachlich. Was ist die ursprüngliche sprachliche Bedeutung von einem Wort? Ja? Entschuldigt. Das hat man, wie gesagt, in jeder Wissenschaft. Als Beispiel, nehmen wir mal irgendein Beispiel aus der, weiß ich nicht, eine Wissenschaft, wo fällt gerade nichts ein, Subhanallah. Habt ihr irgendein Beispiel für ein Wort aus einer anderen Wissenschaft, was eine allgemeine sprachliche Bedeutung hat, aber in diesem Fall eine fachspezifische? Vielleicht jemand, der etwas studiert oder so. Ja, Deutschsprache und Fachterminus. Fällt gerade nicht ein. Blackout. Weiß ich. Normalerweise gibt es so viele Sachen, so viele Beispiele. In Islamwissenschaften kann ich vieles bringen. Okay, egal. Vielleicht fällt uns ja gleich was ein, inshallah. Aber die sprachliche Bedeutung, wie zum Beispiel Salah. Salah hat eine allgemeine sprachliche Bedeutung. Und zwar Verbindung. Aber fachspezifisch heißt es was? Für uns Muslime heutzutage, wenn ich über Salah spreche, das rituelle Gebet, was wir fünfmal am Tag verrichten. Das Salah. Okay. Und ein Wahi ist eine geheime Kunde. Eine geheime Nachricht. Ist eine was? Eine geheime Nachricht. Wie, als wäre sie kodiert. Das heißt, das bekommt nicht jeder mit. Nur derjenige, der das empfangen kann. Ist wie, als würdest du, weiß ich nicht, also ein Walkie-Talkie haben, ja, und da werden sozusagen Nachrichten übermittelt. Und nur wenn du auf dieser sozusagen Welle hast, kannst du auch diese Nachricht empfangen, sonst nicht. Ist wie mit Radiowellen, ja. Nur wenn du auf diese sozusagen Welle gehst, kannst du dann sozusagen diesen Sender empfangen. Und ein Wahi ist also eine Form von kodierter Rede, die geheim ist, ja, und die nur Propheten empfangen können. Also die Propheten sind die Empfänger dieser Botschaft, dieses Wahi. Das kann nicht jeder. Nicht jeder könnte diesen Wahi entgegennehmen. Dafür musst du geschaffen sein. Und deswegen, als beispielsweise Musa alayhi salam wollte, dass er Allah sehen kann, dass Allah sich ihm zeigt, meinte er, du kannst das nicht. Du bist dafür nicht geschaffen.
Musa konnte Allahs Worte vernehmen, aber er konnte ihn nicht sehen. Und Allah hat sich nur dem Berg offenbart. Und der Berg hat angefangen zu beben. Und Musa ist ohnmächtig geworden. Subhanallah. Wa kharra Musa sa'iqa. Und ein Prophet, ein Nabi, ist also jemand, den Allah auserwählt hat, für den Wahi, die Empfängnis des Wahi. Die Empfängnis des Wahi. Ein Rasul hingegen ist jemand, wie es auch schon das Wort sagt, was ist die ursprüngliche Bedeutung von, sozusagen das Verb von Rasul? Woher kommt das? Diejenigen, die Arabisch können? Von was kommt das? Von welchem Verb kommt das? Von dem Wort Risala, was heißt Nachricht? Ja, Risala, von Arsala, Ursila, Risala, richtig. Und ein Rasul, ja? Rasul ist jemand, wenn ich ein Königreich habe und eine Nachricht zu einem anderen Königreich. Beispielsweise, ich schicke jemanden einen Brief, einen Post, genau, ich einen Abgesandten. Und ein Rasul ist also jemand, der eine ganz klare Nachricht zu überbringen hat, den Allah Ta'ala gesandt hat. Und deswegen nennen wir das was? Auch Gesandter oder Bote. Und daran erkennen wir auch schon sprachlichen Unterschied. Ein Nabi ist jemand, der eine Offenbarung empfängt, den Allah auserwählt hat für die Offenbarung. Aber er hat nicht eine ganz konkrete Nachricht, die er den Menschen zu überbringen hat. Oder, wie es einige auch gesagt haben, er hat nicht die Aufgabe, unbedingt diese Offenbarung, die er bekommen hat, zu verkünden. Während ein Rasul, wie ein Nabi, eine Nachricht empfangen hat über den Wahi und ganz konkret die Aufgabe hat, diese Nachricht zu überbringen. Wie du gerade gesagt hast, wie ein König, er schickt einen Boten. Und der hat die Aufgabe, diese Botschaft dann zu einem bestimmten Adressaten zu bringen, der diese Botschaft dann empfängt. Und dementsprechend ist jeder Rasul automatisch was? Ein Nabi. Aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Ist verständlich? Ja. Jeder Rasul muss ein Nabi sein. Warum? Weil er nämlich eine Offenbarung empfängt. Und dementsprechend ist er ein Nabi automatisch. Aber nicht jeder Nabi hat die Aufgabe, eine konkrete Botschaft an ein Volk zu übermitteln. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen einem Nabi und zwischen einem Rasul. Hinzu kommt ein wichtiger Aspekt, den die Gelehrten erwähnt haben. Und zwar, dass ein Rasul immer nochmal eine Offenbarungsschrift bekommen hat. Das heißt, er hat eine klare Risale. Wie den Koran, wie den Injil, wie die Tora, wie das Zabur oder die Suhuf von Ibrahim alayhi salam. Während ein Nabi das nicht hat, sondern in der Regel das bestätigt, was zuvor ein Rasul verkündet hat. Ist das verständlich? Ja? Das sind die wichtigsten Unterschiede zwischen einem Nabi und zwischen einem Rasul. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unter all diesen Anbiya und all diesen Rasul noch einmal bestimmte Rusul hervorgehoben. Insgesamt 5. Und diese 5 haben einen bestimmten Namen. Weiß jemand, wie ihr Name lautet oder ihre Eigenschaft, das Adjektiv, was sie bekommen haben? Wie man sie nennt? Ja? Weiß jemand von den Schwestern? Ja, ich meine Ulul Azm. Mina Rus. Was heißt das Ulul Azm? Mina Rus, was bedeutet denn dieses Wort Ulul Azm? Ja. Also diese Prophet, die in der Zeit besonders was erlebt haben, das ist so. Ja, was heißt ein Azm? Was bedeutet ein Azm? Was heißt Ulu? Was heißt Ulu und was heißt Azm? Damit wir das verstehen. Ulu al-Azm. Was bedeutet das? Ja, die Inhaber. Ja, die Inhaber. Ja, die Inhaber. Besitzer von einer Sache. Ja? Und was heißt Azm? Was ist Azm?
Was ist Azima? Einladung. Azuma ist eine Einladung. Umgangssprachlich sagt man Azima. Ja? Aber das ist damit nicht gemeint. Ich kann das deutsche Wort nicht genau, aber man hat Azim, wenn man unbedingt eine Sache will. Ja, das ist ja auch eine Azuma. Ich möchte unbedingt jemanden einladen. Und Azim ist eine besondere Standhaftigkeit. Eine besondere Entschlossenheit. Also die besonders Entschlossenen unter den Propheten, die besonders viel durchgemacht haben. Ja? Wer sind diese Propheten? Allah Ta'ala, er hat sie in einer Ayah erwähnt. Und er erwähnt auch diesen Begriff Ulul Azm min Rusul. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass es sich hierbei um diese fünf Propheten handelt. Jetzt muss man, ich will nochmal diese andere Ayah raussuchen. Ulul Azm. Okay, genau. Und zwar in Surat Al-Ahqaf erwähnt Allah Ta'ala genau diesen Begriff. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Sei nun standhaft, wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen, standhaft waren. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Allah Ta'ala, er erwähnt hier ganz klar, dass es Gesandte gab, die besonders entschlossen waren. Und diese Gesandten werden in einer Ayah erwähnt. Und zwar in Surat Al-Ahzab. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. Und dann gingen wir mit dem Propheten den Bund ein. وَمِنْكَ. Und mit dir, O Muhammad. Also Muhammad ist einer der fünf Ulul Azm. وَنُوح. Mit Noah. وَإِبْرَاهِيم. وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Und wir gingen mit ihnen einen gewaltigen Bund ein. Okay. Das heißt, die fünf Ulul Azm sind welche? Von der chronologisch gesehen, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam und Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Das sind nach den meisten Gelehrten die Ulul Azm min Ar-Rusul. Kommen wir jetzt inshallah ta'ala zu wichtigen Eigenschaften der Propheten. Also Dinge, durch welche die Propheten ausgezeichnet werden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Weil, wenn wir vom Propheten im Judentum oder im Christentum hören, dann handelt es sich dort um ganz andere Menschen als im Islam. Im Judentum und im Christentum können Propheten gewaltige Sünden begehen. Gewaltige Sünden begehen. Wie beispielsweise Inzest begehen. Ja? Sinner begehen. Schlimme Dinge. Im Islam ist das nicht möglich. Im Islam sind die Propheten Vorbilder in jeder Hinsicht. Und wir gehen davon aus, dass leider im Laufe der Jahrhunderte die Schriften so verändert wurden, insbesondere das Alte Testament, dass all diese erlogenen und fingierten Geschichten über die Propheten, diese edlen Menschen, Einzug gefunden haben. Die aber in keiner Weise stimmen. Wir werden inshallah ta'ala, wenn wir dann über die einzelnen Propheten sprechen, auch mal das aufzeigen, wie es dann auch im Alten Testament ist. Ja, und dann werden wir sehen, was da teilweise für Dinge drinstehen, die man sich nicht vorstellen kann. Also wo man nicht mal, also das würde man nicht mal von einem normalen Menschen akzeptieren. Ich meine, könnte ich mir jemanden zuvor mitnehmen, der wal'iyadu billah Beistraft mit seinen beiden Töchtern hatte? Also stellt euch mal vor, jemand würde so etwas machen. Würde er noch in irgendeiner Weise Akzeptanz finden unter den Menschen? Egal ob Muslime, nicht Muslime? Niemand würde so jemanden akzeptieren. Der würde sofort ins Gefängnis wandern. Ja? Geschweige denn, dass er ein Vorbild für die Menschen sein könnte, der so etwas macht, wa'iyadu billah. Egal unter welchen Umständen.
Wir wissen, es gibt Menschen, subhanallah, im Irak, in Afghanistan etc., die Folter in Kauf genommen haben, nur damit sie ihre Familie wahren können. Und dann soll ein Prophet, ein edler Prophet, den Allah Ta'ala auserwählt hat, einfach so leichtsinnig so etwas getan haben, zu euch eine schändliche Tat. Das kann nicht sein. Was ist das für ein Vorbild? Kommen wir jetzt insha'Allah Ta'ala zu den Eigenschaften der Propheten. Und zwar zunächst erst einmal, die Propheten sind Menschen und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Müssen wir sagen, ich habe glaube ich noch 15 Minuten Zeit, oder? Bis Adhan, inshallah. Die Propheten sind Menschen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und darin liegt eine tiefe Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wären, und der Koran geht darauf ein, ja, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ ganz kurz, jetzt habe ich das hin. وَلَوْ Entschuldigt, dass ich die Ayat auch direkt vor mir habe. In Surat al-An'am, Vers Nummer 9, geht Allah Ta'ala genau auf diese Frage ein. Warum sind eigentlich die Propheten keine Engel? Wäre doch besser, es wäre doch ein klarer Beweis, dass das die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und zwar, die Ungläubigen, sie kommen immer wieder mit irgendwelchen merkwürdigen Fragen. Und der Koran antwortet darauf. Und eine dieser Fragen ist, warum ist das nicht ein Engel, der auf uns herabkommt? وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ Und sie sagen, warum ist kein Engel zu ihm herabgesandt worden? وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ Wenn wir aber einen Engel herabsenden würden, dann wäre die Angelegenheit wahrlich entschieden und ihnen würde dann kein Aufschub gewährt, weil diese Dunya ist eine Prüfung. Dann wäre ja schon alles klar. Und dann fügt Allah hinzu, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Und wenn wir ihn, den Gesandten, auch zu einem Engel gemacht hätten, also wenn der Prophet selbst ein Engel wäre, so hätten wir ihn doch wahrlich zu einem Mann gemacht, der würde aussehen wie ein Mann, und wir hätten ihnen wahrlich verdeckt, was sie zu verdecken suchten. Also mit anderen Worten, sie hätten dann auch nicht herausgefunden, dass es ein Engel ist, sondern am Ende wäre es in der Gestalt eines Mannes. Was ist die Hikmah, dass Allah Ta'ala keinen Engel auserwählt hat? Weil die Propheten, sie haben eine Vorbildfunktion. Und wie soll ich bitteschön als Mensch mir ein Vorbild von einem Engel nehmen, der gar keine Sünden begehen kann? Dann könnte ich immer sagen, ja, er ist kein Mensch. Er verspürt doch gar nicht, was ich verspüre. Er hat doch nicht die Schwächen, die ich habe. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und alle anderen Propheten waren Menschen, wie jeder von uns. Sie haben gelitten. Sie haben Bedürfnisse gehabt. Ja, all diese Dinge haben sie gehabt. Und dementsprechend sind sie was? Dementsprechend sind sie auch Vorbilder. Und deshalb haben wir im Christentum beispielsweise diesbezüglich ein Problem. Wie kann Jesus ein Vorbild aus christlicher Perspektive für die Menschen sein, wenn er doch selbst Gott ist? Also mit anderen Worten, wie kann ich einen Menschen mit einem Gott vergleichen? Unabhängig davon, ob wir das als, das lehnen wir natürlich ab als Muslim, aber einfach mal, gehen wir davon aus, nach der christlichen Theologie ist ja Jesus Gott. Jesus ist Gott. Ein Teil der Trinität. Ganz Gott und ganz Mensch. Wenn das so sein sollte, wenn wir davon ausgehen, dann könnte Jesus überhaupt kein Vorbild für die Menschen sein. Weshalb? Weil er ein Gott ist. Und wie kann ich von einem Menschen verlangen, sich einen Gott zum Vorbild zu nehmen? Da kann ich immer sagen, ja, er ist ein Gott. Ein Gott hat nicht die Schwächen, die ich habe. Er ist vollkommen. Ich bin unvollkommen. Wie kann Gott von mir verlangen, dass ich mir einen Gott zum Vorbild nehme, der in sich vollkommen ist, während ich all diese Schwächen habe? Funktioniert nicht. Und deswegen, subhanallah, Allah Ta'ala, er hat Propheten, also Menschen zu Propheten gemacht, damit wir diese Menschen nachahmen können. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat das immer wieder gezeigt, dass er genau die gleichen Bedürfnisse hat, wie wir Menschen. Genau die gleichen Bedürfnisse. Bei der Schlacht von Al-Khandaq, bei der Grabenschlacht, als sie den Graben ausgehoben haben, da haben die Sahabe Hunger gehabt. Ich meine, sie mussten sich beeilen, weil Medina angegriffen werden sollte.
Und einige Sahaba haben sich dann beschwert und gesagt, ja, wir haben solch einen starken Hunger und haben dem Propheten gezeigt, dass sie sich schon einen Stein um den Bauch sozusagen gebunden haben, um nicht diesen Hunger zu verspüren. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigte, dass er zwei Steine um seinen Bauch gebunden hat. Weil er ebenfalls so viel Hunger verspürt hat. Er ist ein Mensch gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte die gleichen Bedürfnisse wie wir. Er hat geheiratet, wie wir heiraten. Er hat Kinder gehabt, wie wir Kinder haben. Er hat Schmerzen gehabt, sogar noch mehr als wir. Er hat gesagt, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ich habe Fieber, ja, und Schmerzen wie zwei von euch. Wie zwei von euch in seiner Todeskrankheit. Und dann fragte einer der Sahabis, ja, Rasul, liegt es daran? Liegt es daran, dass du auch den doppelten Nomen bekommst? Und meinte, ja. Das ist also unser Vorbild. Jemand, der genau die gleichen Bedürfnisse hat wie ich. Also, Propheten sind Menschen und darin liegt eine sehr, sehr tiefe Weisheit. Und aus islamischer Perspektive ist es auch nicht möglich, dass ein Engel zu einem Menschen wird. Kann höchstens die Gestalt eines Menschen annehmen. Aber ein Engel könnte beispielsweise niemals abfallen, ja, oder vom Weg abkommen. Also diese Vorstellung, dass es Engel gibt, die vom Weg abgekommen sind, wie Harut und Marut, diese Vorstellung, dass sie dann sozusagen vom Weg abgekommen sind und den Menschen dann die Zauberei beigebracht haben, weil sie in die Irre gegangen sind, ist Unsinn. Es hat keine Grundlage in der Religion. Es wird zwar teilweise überliefert, in einigen überliefert, aber hat keine Grundlage. Weil ein Engel wurde so erschaffen und so programmiert, dass er überhaupt nicht vom Weg abkommen kann. Das geht überhaupt nicht. Dann ebenfalls eine Sache, über die sich die meisten Gelehrten einig sind, und zwar, dass Propheten grundsätzlich männlich sind. Es gibt eine Diskussion darüber, ob Propheten theoretisch auch weiblich sein können. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier auch über beispielsweise Maryam alayhi salam. Und vieles deutet darauf hin, ja, dass Maryam alayhi salam auch in gewisser Weise eine Form von Offenbarung bekommen hat. Ist sie jetzt eine Prophetin? Kann ich sie als Prophetin bezeichnen oder nicht? Die meisten Gelehrten sagen nein. Es gibt Ausnahmemeinungen, die sagen, es ist möglich, im Sinne von, dass sie Offenbarung empfängt. Aber nicht im Sinne von, dass sie die Aufgabe hat, sozusagen diese Botschaft an einem Volk zu verkünden. Aber die meisten Gelehrten sagen, Propheten sind ausschließlich was? Sind ausschließlich männlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt hierüber, ja, und wir entsandten auch vor dir lediglich Männer, denen wir die Offenbarung zuteil werden ließen. Fragt nur diejenigen, die von der Ermahnung wissen, wenn ihr davon nichts wisst. Dann, sie sind in jeder Hinsicht vollkommen auf menschlicher Ebene. In jeder Hinsicht was? Vollkommen auf menschlicher Ebene. Ihr Äußeres war makellos. Ihr Äußeres war makellos. Was ist damit gemeint? Das heißt, sie hatten keine Krankheiten gehabt, die die Menschen abstoßen könnten. Sie wurden krank, aber sie hatten keine Krankheit, die die Menschen abstoßen. Weil ihre Aufgabe ist es doch, die Menschen anzuziehen. Und deswegen, beispielsweise in der Geschichte von Ayyub alayhi salam, wo wir in einigen Tafsir-Büchern finden, dass er Würmer in seiner Haut hatte und gestunken hat, dass die Leute sich nicht mehr nähern konnten, ist alles Unsinn, Quatsch. Sie sind von ihrem Äußeren makellos, also mit anderen Worten niemals abstoßend, weil ihre Aufgabe ist es doch, die Menschen was? Zu gewinnen. Ihr Charakter war vollkommen. Ihr Charakter war vollkommen. Und Allah Ta'ala, er sagt über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Und du besitzt wahrlich einen großartigen Charakter. Sie hatten eine reine Abstammung. Was ist damit gemeint? Also es gibt keine Propheten, die durch Sinne entstanden sind, sondern immer durch eine eheliche Beziehung. Und in der Regel kommen sie auch aus einer Abstammung, die eine gewisse Stellung hat in der Gesellschaft. Weil das spielt auch eine wichtige Rolle, dass sozusagen sie auch diese gesellschaftliche Anerkennung haben. Dann, sie waren alle frei, nicht versklavt gewesen. Und, ganz wichtig, sie begehen oder haben keine großen Sünden begangen. Und sind in Bezug auf die Verkündung der Botschaft Allahs unfehlbar. Was ist damit gemeint? Und zwar
Es geht hier um die Isma. Es geht hier um was? Um die Isma. Was heißt Isma? Isma bedeutet fehlerhaft, geschützt sein vor Fehlern. Und die Frage, die immer wieder auch gestellt wird diesbezüglich ist, können Propheten eigentlich Sünden begehen oder nicht? Ist das möglich, dass ein Prophet eine Sünde begeht? Oder ist das nicht möglich? Grundsätzlich kann man sagen, und darüber sind sich alle Gelehrten einig, wenn es um große Sünden geht, geht das nicht. Ein Prophet kann keine Kabire begehen, weil dann wäre er kein Vorbild mehr. Könnte ein Prophet theoretisch eine Sorira begehen? Gibt es unterschiedliche Auffassungen, also eine kleine Sünde? Gibt es unterschiedliche Auffassungen? Die wohl richtige Meinung diesbezüglich ist, dass Propheten Fehler begehen können, die nicht wirklich als Sünden gewertet werden. Und zwar im Sinne von Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen und Fehlinterpretationen, aber nicht wirklich eine absichtliche Sünde. Aber nicht wirklich eine absichtliche Sünde. Das Problem ist, wir haben einige Geschichten, wie beispielsweise Adam a.s. im Paradies, der auch als Prophet gewertet wird, wo, wie gesagt, ein Fehler begangen wird. Aber es ist immer, wenn sie es begangen haben, durch Unwissenheit oder weil sie eine Sache falsch interpretiert haben, entstanden. Aber nie durch absichtliches Handeln. Und wenn wir uns die Stellen im Koran anschauen, in denen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beispielsweise kritisiert wird, dann sind das alles lediglich Fehlentscheidungen, nicht Sünden. Beispiel: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Er runzelte die Stirn und wandte sich ab, weil der Blinde zu ihm kam. Ist es eine Sünde, dass er die Stirn runzelte? Sallallahu alaihi wa sallam. Nein. Er hat lediglich die falsche Priorität gesetzt. Und Allah hat ihm aufgezeigt, du hättest dich lieber um ihn kümmern sollen, als um diese Leute, welche die Religion ohnehin ablehnen. Aber er hat niemanden gekränkt, sallallahu alaihi wa sallam, weil er ist ja blind gewesen. Er konnte nicht mal sehen, dass er die Stirn runzelte. Aber Allah wollte für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam die absolute Vollkommenheit in jeder Hinsicht. Ob er es nun gesehen hat oder nicht, darum kommt es nicht an. Es geht um das Handeln des Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst. Also, eindeutig ist, sie konnten keine großen Sünden begehen. Und wenn wir von kleinen Sünden sprechen, dann sprechen wir von was? Von Fehlentscheidungen. Von was? Von Fehlentscheidungen, die Allah Ta'ala daraufhin korrigiert hat. Aber eine Sache ist klar. Und zwar, wenn es um die Verkündung der Botschaft Allahs ging, haben sie nicht einmal Fehlentscheidungen getroffen. Sondern sie haben die Botschaft Allahs eins zu eins so übermittelt, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. Dann ebenfalls einige Eigenschaften der Propheten, ihre Herzen schlafen nicht. Sie schlafen als Menschen, aber ihre Herzen schlafen nicht. Und es wird überliefert bei Al-Bukhari von Anas, beim Isra-Hadith, also wo er sozusagen nach Jerusalem gereist in der Nacht, die Augen des Propheten schlafen, aber sein Herz schläft nicht. Und so auch die Propheten, ihre Augen schlafen, ihre Herzen jedoch nicht. Sie bekommen die Möglichkeit, zwischen Sterben und Weiterleben zu wählen. So wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Wahl hatte, zu leben oder zu sterben. Also Allah Ta'ala hat ihm diese Möglichkeit gegeben. Propheten werden an der Stelle begraben, wo sie sterben. Wie bei unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der an der Stelle begraben wurde, wo er gestorben ist, nämlich im Haus von Aisha radiallahu anha oder im Zimmer von Aisha. Die Körper der Propheten verwesen nicht. Wahrlich, Allah hat der Erde verboten, die Körper der Propheten verwesen zu lassen. Überliefert von Abu Dawud. Dann, ganz, ganz wichtig, die Propheten haben mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala Wunder zur Bestätigung ihrer Prophetie bewirken können. Und das war bei allen Propheten so gewesen. Ja, und das nennt man wie? Mu'jiza. Das nennt man Mu'jiza. Und eine Mu'jiza ist etwas, womit der Prophet, ja, sein Volk herausfordert. Er tut etwas, was nicht der Ade, nicht dem Brauch entspricht, nicht dem physikalischen Gesetz entspricht, ja, um damit seine Botschaft zu untermauern. Dies sind einige Eigenschaften der Propheten gewesen. Es gibt noch andere Eigenschaften, wie beispielsweise, ja, was die Gelehrten gesagt haben, dass ein Prophet in jedem Fall intelligent sein muss. Kann nicht dumm auf den Kopf gefallen sein. Ja, das beispielsweise findest du auch immer wieder in den Büchern Isma, haben wir schon erwähnt gehabt. Und Allah Ta'ala, er schreibt den Propheten
im Koran auch nochmal verschiedene Eigenschaften zu. Ich mache das ganz kurz, weil die Zeit ist vorüber. Es ist schon Adhan gewesen, dann noch nicht, oder? Ja? Und zwar, die beten immer direkt, oder? Hier. Na gut. Wie, dass sie die Empfänger der göttlichen Botschaft sind, Verkünder der göttlichen Botschaft sind, Übermittler der Offenbarung mit Weisheit und schönen Worten, Lehrer der Offenbarung. Das heißt, sie haben nicht nur einfach das übermittelt, sondern sie haben es auch gelehrt und vorgelebt, Warner und Übermittler der frohen Botschaft, Lehrer und Erziehung der Gläubigen, Beispiel und Vorbild für die Menschen, Leitung ihrer Gemeinschaft. Das habe ich jetzt nur kurz zusammengefasst, weil die Zeit einfach nicht mehr ausreicht, aber ich wollte das heute auf jeden Fall abschließen, diese kurze Einleitung, inshallah ta'ala. Also wir sehen, die Propheten haben eine gewaltige Stellung bei Allah ta'ala und wir wollen inshallah ta'ala von ihrer Rechtleitung profitieren, indem wir uns mit ihren Biografien dann in den kommenden Wochen beschäftigen werden, bi-iznillahi azza wa jalla.